Die Arbeiten an der A7-Lärmschutzwand laufen auf Hochtouren. Aber was passiert eigentlich nach dem Abriss mit den riesigen Betonelementen? Die Fertigteile werden abtransportiert und direkt an der Autobahn recycelt. Zunächst werden die Betonelemente herausgelöst und mit einem großen Muldenkipper abgefahren. Damit die 3 Meter hohe Böschung nicht an Stabilität verliert, muss sie gesichert werden. Dazu werden Stahlanker mit einer Länge von bis zu 6 Metern in das Erdreich getrieben. Anschließend erhält die Böschung eine weiße Verpackung. Ein spezielles Vlies wird befestigt, um die Erde zurückzuhalten. Am Rande der Autobahn werden die meterlangen Betonfertigteile mit einem gigantischen Werkzeug, einer Brecheranlage, zerkleinert.